vegane Marshmallows. Oh, ein Traum. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aldi Süd hat aktuell richtig krasse neue vegane Produkte im Sortiment und das hat mich dazu geführt, mal hinzugehen, die alle einzusacken und noch ein paar andere Sachen, die jetzt nicht zwingend neu sind, aber special, und die zeige ich euch jetzt. Let's go. Starten wir mit etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es haben will, nämlich Oreo Cornflakes, also Oreo Cereal Loops. Ich persönlich habe mich an Oreos fast tot gegessen, als ich vegan wurde, weil die sind halt vegan. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es auch so, ja, da halt so Cereals von gibt. So sehen die aus der Nähe aus. Das sind die Inhaltsstoffe. Schmeckt halt überraschenderweise nach so getrocknetem Oreo. Ja, man hat halt einmal hier diese Loops und dann diese weißen Teile und es schmeckt halt echt 1:1 wie Oreo. Lecker, lecker. Dann hier, das ist veganer Räucherlachs, den jetzt bei Aldi Süd in schön günstig. Schmeckt auch wie die Markenprodukte, kann ich euch deshalb nur empfehlen. Übrigens wird es jetzt hier auf YouTube bei den Shorts mehr Tastings von mir geben. Allgemein möchte ich sogar ein bisschen mehr Shorts nutzen, zusätzlich zu diesen langen Videos hier. Da werde ich dann halt Tastings machen und eben Sachen, die so ein Video zu sehr krass aufblähen würden. Also schaut gerne mal bei den Shorts vorbei, da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Das hier sind Protein-Wraps. Die gibt es auch von namenhaften Fitnessmarken her, also Herstellern. Die sind aber dann deutlich teurer. Die gehen vom Preis her voll klar und haben auch 7,2 Gramm Eiweiß pro Wrap, was echt gut ist. Könnt ihr sparen, wenn er da zu Aldi Süd geht. Die beiden Sachen hier, das sind jetzt keine Neuheiten, aber Klassiker, die wieder im Sortiment sind, nämlich die The Wonder Grillspieße, einmal Curry und Tikka. Sowohl in der Pfanne als auch auf dem Grill. Unfassbar lecker, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr da mal ein bisschen jetzt in die Grillsaison startet oder einfach so für zu Hause. Wirklich ein Must-Buy, weil beides verdammt gut. Auf die beiden Sachen hier in meiner Hand, da bin ich geschmacklich sehr gespannt, was das so gibt. Das werde ich später mal testen. Nämlich, das hier sind Steinofensticks, also kleine Brote, Brötchen für den Grill oder den Backofen. Ich gucke gerade mal. Ja, man kann die sowohl im Backofen, Grill als auch in der Heißluftfritteuse machen. Ich habe hier einmal die klassische Variante und hier einmal die Kräutervariante. So kleine, feine Sachen wie das hier, das feiere ich richtig. Das hier ist auch ein Klassiker, nämlich die The Wonder Chunks. Das sind so kleine, ja, Stücke, so geschnetzeltes. Und mit kleinen Stücke meine ich, guckt euch diese fetten Batzen an, die da drin sind. Auch richtig geil und komplett das Soja aus Deutschland. Dann das hier ist auch ein wildes Konzept, finde ich, nämlich vegane Schnitzel-Brokkoli. Wie man hier auf der Verpackung erkennen kann, sind das also vegane Schnitzel, gefüllt mit, Überraschung, Brokkoli. Klingt spannend, oder? Folgen jetzt weitere neue Highlights, auf die ich echt allesamt gespannt bin. Starten wir hiermit. Vegane Marshmallows. Etwas, was ich als Kind geliebt habe und seitdem nicht mehr gegessen habe. Okay, sehen einfach aus wie Marshmallows. Und geschmacklich? Oh, wie man es kennt. Ein Traum. Und wo wir schon bei Süßkram sind, es gibt bei Aldi Süd jetzt eine Vielzahl neuer Gummitiere, nämlich süße Erdbeeren, saure Kirschen und saure Würmer. Ich glaube, ich probiere die sauren Kirschen. Die sehen klassisch typisch aus und schmecken. Also hat man auf jeden Fall ordentlich was zu kauen. Oh, aber geschmacklich nicht zu süß. Wunderbar kirschig, so wie man es kennt. Top. Wirklich lecker. Und was passt dazu besser als vegane Leverwurst? Er hat sich das mit dem Namen ausgedacht. Das klingt irgendwie wie so eine regionale Spezialität aus Leverkusen. Ja, die lecker hier Leverwurst. Warum hat man nicht einfach Leverwurst gemacht und das W durch V ersetzt? Das wäre so einfach gewesen. Gibt es jetzt eine Dreierkombination? Die Klassik-Variante und hier die Variante mit Apfelzwiebel. Die andere, glaube ich, ist mit Schnittlauch oder Kräutern. So sieht die aus. Die sieht echt glibberig aus. Gar nicht so fest. Geruchstechnisch. So leicht leberwurstig, wie man es kennt, und geschmacklich. Oh, oh, super salzig. Und von der Konsistenz her ist es sehr, ja, so fast flüssig, so leicht angedickt. Gar nicht so fest, wie man Leberwurst halt kennt. Wenn der Salzgehalt niedriger wäre, wäre es, glaube ich, ganz cool. Konsistenz komme ich drum rum, ist in Ordnung, nervt mich jetzt nicht. Aber vom Salzgehalt her viel zu viel Salz ist jetzt. Da gibt es die Konkurrenzprodukte, die es gibt, sind da besser, finde ich, haben da ein ausgewogenes Maß an Salz gefunden. Und auch an der Stelle wichtiger Hinweis, was entsprechend hier diese flüssige Variante angeht, gibt es in der Deckelinnenseite den Hinweis, geringe Flüssigkeit, rote Beete auf der Produktoberfläche ist natürlich und unbedenklich. Gut, haben wir das auch geklärt. Mein Favorit wird diese Leverwurst aber auch nicht. Haben wir heute mit etwas Neues, zumindest stand im Regal, das Neues, nämlich das hier ist vegane Eiersalat. Der sieht so aus, das hier sind die Inhaltsstoffe und ich finde, optisch macht der echt was her. Man hat hier auch diese Eierstückchen drin. Konsistenz ist gut. Jetzt gucken wir mal, wie das geschmacklich ist. Okay, alles sehr glitschig irgendwie. Hier unten wird es besser. Ist auf jeden Fall lecker. Hat nicht ganz so einen hohen Salzgehalt wie Leo. Ist doch ein bisschen salzig. Eierersatzdinger aus Kokosöl, die kommen gut. Das Ganze hat so eine leichte Zitrusnote vom Geschmack. Nee, das schmeckt mir. Das ist ein gutes Produkt. Jetzt auch noch zwei weitere Varianten. Also einmal auch mit Fleischsalat. Und das andere ist, glaube ich, so Budapester.
würde ich jetzt erstmal von ausgehen, dass sie die auch hinbekommen haben. So, machen wir weiter. Ja, mit einem schönen Dreier hier. Auch für die Grillsaison, nämlich dreierlei verschiedene Steaks. Und zwar, wir haben ja einmal das vegane Steak Typ Rindersteak mit Barbecue-Marinade auf Basis von Soja- und Weizenprotein. Das hier sind die Zutaten. Sieht optisch, finde ich, echt ansprechend aus. Dazu kommt das vegane Steak Typ Rindersteak mit Kräutermarinade. Sieht jetzt die entsprechenden anderen Zutaten. Sieht auch richtig gut aus. Und was ich finde, was nicht so geil aussieht, ist hier dieses Typ Rindersteak. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hundespielzeug. Und hier haben wir entsprechend die anderen Zutaten. Welche Sachen hier auf dem Tisch findet ihr spannend? Habt ihr vielleicht schon selbst probiert? Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Einkäufe von mir sehen wollt, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal kostenlos, um in Zukunft nichts mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem neuen Video bald schon wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.